Der Dankensloop und der Myrrum Guiding Knoten kommen aus der Fliegenfischerei. Der Dankensloop ist ein Knoten mit offener Schlinge. Der Myrrum Guiding ist der gleiche Knoten, leicht modifiziert mit geschlossener Schlinge. Beide Knoten eignen sich für monophile Schnüre. Die Knotenfestigkeit liegt bei 80-85%. Beim Dankensloop wird eine Schlinge erzeugt, in der ein Kunstköder frei schwingen kann und dadurch natürlicher läuft. Er wurde ursprünglich für das Anbinden eines Vorfachs an Kunstködern entwickelt, zum Beispiel Wobbler, Fliegen, Streamer und andere Kunstköder. Der Dankensloop wird so gebunden. Schnur durch das Öhr, eine Schlaufe legen, 4-5 Windungen durch die Schlaufe. Den Knoten nur leicht festziehen. Der verschiebbare Knoten wird positioniert, die Schlingengröße eingestellt und schließlich an beiden Schnüren straff gezogen. Die einzelnen Schritte noch einmal mit einer gut sichtbaren Schnur. Schnur durch das Hakenöhr. Eine Schlaufe legen. Vier bis fünf Windungen durch die Schlaufe. Leicht festziehen und bis zur gewünschten Schlingengröße verschieben. Kräftig festziehen, ohne dass sich dabei die Schlingengröße ändert. Bei kräftigem Zug verkleinert sich allerdings die Schlinge. Bei einem harten Drill kann das schon mal vorkommen. Die Schlinge lässt sich aber auch wieder vergrößern. Kunstköder können sich in der Schlinge natürlich bewegen. Der Myrrum Guiding Knoten. Der Myrrum Guiding Knoten wurde für Lachsfliegen mit aufwärts gerichtetem Öhr entwickelt, kann aber auch für Fliegen mit abwärts gerichtetem Öhr verwendet werden. Der Knoten eignet sich hervorragend für schwere Vorfachspitzen. Die Vorfachschnur bildet durch den Knoten die direkte Verlängerung des Hakenschenkels. Diese Anbindung verbessert die Führung der Fliege im Wasser. Die Schnur wird vor dem Binden des Knotens in das Hakenöhr eingeschlauft. Dann wird ein Dankensloop gebunden, in Europa eher bekannt als Grinnerknoten. Knoten festziehen. Es entsteht wieder eine Schlinge. Den Knoten durch Zug am feststehenden Ende in Richtung Hakenöhr bewegen. Der Knoten soll dicht am Hakenöhr liegen. Besser noch, den Knoten leicht ins Hakenöhr positionieren. Der Myrrum Guiding Knoten mit einer gut sichtbaren Schnur gebunden. Der große Vorführhaken ist leider nicht gebogen. Man muss sich das halt vorstellen. Ich bevorzuge diese Bindetechnik, indem die Schnur von unten durch das Öhr geführt wird und zurück von oben durch das Öhr. Die Schlaufe über den Haken führen.
für genügend lose Schnur sorgen und dann den Dankensloop binden. Den Knoten nur noch unter den gebogenen Teil des Hakenöhrs schieben. Fertig. Noch einmal die wichtigen Details mit dünner Schnur. Und so sieht der perfekt gebundene Mörrum-Guiding-Knoten aus. Zum Schluss noch ein wenig Hintergrundinformation über diese Knoten. Der Dankensloop wurde bereits im Mittelalter als Festmacherknoten und Henkerschlinge verwendet. Die Idee, den Knoten als Schlingenknoten für das Angeln zu verwenden, hatte Norman Duncan und machte ihn 1960 bekannt. Vic Dunaway machte den Knoten als Uniknoten 1970 in einem Angelbuch mit Hinweis auf die vielseitige Verwendung des Knotens bekannt. In Europa nennt man ihn Grinnerknoten, den Richard Walker ebenfalls in den 70er Jahren in der Fachliteratur vorstellte. Etwas später entwickelte Richard Walker den doppelten Grinner. Ein beliebter Schnurverbindungsknoten. Der Mörrum-Guiding-Knoten wurde von Lachsfischern entwickelt für Lachsfliegen und Streamer mit nach oben stehendem Öhr. Mörrum ist ein Ort in Schweden am Fluss Mörrumsson mit einzigartigem Wildlachsbestand. Und nun viel Spaß beim Binden. Petri Heil.